Heute von Kometfeuerwerk, die kubischen Kanonschläge in der 15er Schachtel, extra laut, 15 Stück. Wie gesagt, das Ganze von Komet, gekauft beim Aldi Nord. Das Ganze eingestuft in die Kategorie 2-F2, dementsprechend auch schon mit der neuen F2-BAM-Nummer. Und zwar ist das die BAM F2-0911, NEM ca. 90 Gramm auf die 15 Stück verteilt. Und hier unten noch Angaben zu Komet, in dem Fall der Importeur. Angaben zum Hersteller finden wir hier leider nicht. Würde ich sagen, schauen wir uns mal an. Einen hatte ich jetzt schon mal getestet, war jetzt nicht so berauschend gewesen. Vielleicht war es auch einfach nur ein schlechter. Hier dann einen im Einzelnen. Kubische Kanonschläge, Komet. Klassisch mit gelber Banderole. NEM. Ca. 6 Gramm, schon ziemlich viel für so ein Kubi. Von der Verarbeitung her sehen die ganz okay aus. Standardgemäß okay. Sind hart auf jeden Fall. Hier oben auch klassisch mit dieser dicken Time Fuse oder Big Fuse oder wie die heißt. Und Schutzkappe. Ja, wie gesagt, 15 Stück in so einer Schachtel drin. Für einen ganz guten Preis gab es die bei Aldi Nord. Würde ich sagen, testen wir die einfach mal. Kubische Kanonenschläge von Komet. Sind nicht sonderlich gut. Nee, also die braucht man nicht nochmal holen, die waren scheiße.